Oh, Petersilie, die hebe ich mir für später auf. Aber lass mir auch was übrig. Den ganzen gottverdammten Tag liege ich hier und muss euch zuhören. Ich wünschte, du wärst bei uns. Ich bin hier, du dummer Arsch. Wir vermissen dich so sehr. Und ich vermisse ganz besonders deine weibliche, liebevolle Stimme. Aber du kannst uns wahrscheinlich gar nicht mehr hören. Halt deine dumme Klappe, du Wichser. Und hör auf, mich anzufassen. Vielleicht müssen wir sie küssen wie Dornröschen. Was ist das denn? Na endlich. Jetzt, wo du mir 20 Mal unter den Rock geschaut hast, guckst du endlich auf meine Hand. Vielen Dank. Jetzt lies den Zettel. Was ist das? Ich glaube, das ist... Lies den Zettel, na los! Das ist Müll, den Hermine unbedingt wegschmeißen wollte. Nein, wie kann man nur so gottverdammt dumm sein? Ich hasse euch. Komm, wir suchen einen Mülleimer. Bleibt gefälligst hier, wenn ich euch gedanklich beleidige. Im ganzen Schloss sind keine Mülleimer, das ist mir vorher nie aufgefallen. Ich schmeiß meinen Mülleimer aus dem Fenster. Aber jetzt mal ehrlich, Hermine war doch eine Streberin. Und Streberinnen sind doch immer für so, rettet die Wahl und all so ein Scheiß. Vielleicht war das ihr letzter Wunsch, den Zettel wegzuschmeißen. Aber vielleicht war ihr letzter Wunsch auch, dass wir den Zettel angucken und lesen. Ich seh dich, Harry. Und mich. Und ein Feuer. Weißt du was? Ich glaube, wir sollten den Zettel angucken und einfach mal lesen. Was hältst du davon? Du bist so klug, darauf wäre ich nie gekommen. Okay, dann wollen wir mal lesen. Liebe Miss Granger, bitte schicken Sie umgehend Ihren Rubber Fuckmaster 500 an uns zurück. Es sind vermehrt Nebenwirkungen aufgetreten, wie zum Beispiel Vergummisierung, das ist es. Was zum Geier ist ein Rubber Fuckmaster? Wenn es was ist, was mein männliches Selbstwertgefühl schädigt, will ich es nicht wissen. Darauf hat Hermine auch eine Antwort. Pipes. Das verstehe ich nicht. Was geht hier vor, Mann? Also ich glaube, Hermine hat recht. Alles muss zu einem zentralen Grund führen. Ich glaube, Pipes ist parisisch. Und es bedeutet Rohre. Ein Rohr haben? Freddy Mikrocheck! 2-2! Komm, ich dachte, der nächste wirst hier jetzt gedisst und du wirst beim nächsten Mal gebannt, weil sie noch mehr Graffiti an meine Wand. Verpiss dich! Los, schnell hin! Ja. Ui, hier sehen Sie das Werk des Satanisten. Die ganze Wand ist vollgeschmiert und Rechtschreibfehler sind auch noch drin. Ja, den Tod schreibt man mit D am Ende und nicht mit T. Komm, wir verstecken uns hier voll unauffällig an der Ecke. Ich sehe Sie, Potter, und höre Sie auch. Ich bin voll geil versteckt. Das Schlimmste, was wir befürchtet haben, ist eingetreten. Der echte Satanist hat wieder zugeschlagen und die Schule muss geschlossen werden. Ha, ich bin Skildroy Ficktart, bekannt aus Filmen wie Verfickter Fick im Ficko raus. Ja, wir haben mittlerweile alle mitbekommen, wie Sie heißen. Sie können aufhören, sich vorzustellen. Aufhören, mit mich vorzustellen. Hallo, ich bin Severus Snape, bekannt aus Liedern wie Ich hasse dich und verzieh dich endlich. Sie erkennen es nicht, ich hab's 3 Tage lang vor ihrer Tür gesungen. Sie können anscheinend nichts anderes als sich selber und ihre Filme vorstellen. Und Mathematik braucht man sowieso nicht, wenn man zaubern kann. Also sind sie hiermit gefeuert. Oh, das ist aber schade. Naja, da muss ich mich wohl einem anderen Projekt widmen. Einen Porno. Hallo, ich bin's Fisch. Ich komm auch mal wieder vor. Wessen Blut ist das da an der Wand, Minerva? Oh, Ginny Weasley, glaube ich. Ja. Erdbeertage, was? Scheiße, meine zukünftige Frau. Jenny. Harry, wo läufst du denn hin? Gary Fickert hat schon in so vielen Pornos mitgespielt. Er muss auch schon mal vom Rubberfuckmaster gehört haben. Wir müssen ihn fragen, bevor er abhaut. Er ist unsere einzige Chance, Hermine zu retten. Professor, Sie... Schon mal was von Anklopfen gehört? Habt ihr was gesehen? Nein, wir haben nicht gesehen, dass hier Frauenkleider rumlagen. Das ist ja gut. Dann habe ich die Wichsflecken auf Rons Hose auch nicht gesehen. Das ist Vanillesoße. Es tut mir wirklich leid, aber ich habe überhaupt keine Zeit für Sie. Ich arbeite an einem wichtigen Projekt und muss mich intensiv darauf vorbereiten. Ah ja, meine 2-Seiten-Drehbuch. Aber Sie müssen uns sofort alles, was Sie wissen, über Dillos erzählen. Es geht um Leben und Tod. Also allein fürs darüber reden, könnte ich schon Geld von Ihnen verlangen. Jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Moment, ich nur eine Frage. Kennen Sie den Rubber Fuckmaster 500? Ja, ich habe ihn mitentwickelt. Wussten Sie, dass er Leute vergummisiert? Natürlich wusste ich das, aber hätte ich das von Anfang an allen erzählt, dann hätte ihn doch keiner gekauft und ich wäre nicht reich geworden. Sie sind ein korrupter Mann, der die sexuellen Bedürfnisse anderer ausnutzt, um sich zu bereichern. Jetzt mag ich Sie überhaupt nicht mehr leiden. Oh, Schnauze, darf ich es erwähnen? Ja, ich bin korrupt, sehr korrupt sogar. So korrupt, dass ich mit kleinen Jungs in geheimen Pornokellern schlafe und eine Stange Geld dafür bekomme, während der kleine Junge in der Gosse versifft. Und da sie jetzt mein Geheimnis kennen, muss ich sie leider mit dem Zauberstab hier umbringen. Durch unsere überragende Intelligenz haben wir einen grausamen Plan, uns umzubringen, durchschaut. Scheiße. Und jetzt werden sie uns verraten, wo der geheime Pornokeller ist. Ja. Yeah. Da werden wir. Mein Gott. Wann?
waren all die Gerüchte wahr? Wow. Wow. Ist es wirklich... Kann es sein, dass du mich verarscht und dass hier nun das geheime Porno-Waschbecken ist, anstatt der geheime Pornokeller? Also, ich weiß nicht... Hey, vielleicht ist ja was darunter und du musst den geheimen Porno-Knopf drücken oder Sesam, öffne dich sagen oder sowas. Hast du in letzter Zeit Mentos gefressen oder warum bist du so schlau? Nee. Aber apropos Sesam, öffne dich. Es gab mal einen Satz, den meine Mutter gesagt hat, kurz bevor sie gestorben ist. Nein, töte mich nicht, ich habe eine Familie. Töte die! Deine Mutter lutscht Schwänze in der Hölle. Wow, das habe ich mir gerade ausgedacht. Das ist ja mal ein großes und tiefes Loch, nicht, dass ich keine Erfahrung damit hätte. Also macht's gut, ihr Trottel! Nichts passiert! Also, wir nehmen lieber die Leiter, ne? Mhm. Ja, und dann passiert immer wieder der ganze Action-Scheiß, unter anderem mit Superhero Action Power Ron, der die Kraft hatte, die Schwachstellen von Menschen herauszufinden. Das ist mein langweiliger Stein. Geh mal her. Kame, Hame, Ha! Ah ja, wie ich es vermutet hatte. Ohne sein Genick ist er wehrlos. Ja, und dann bin ich da durch den Raum gerannt mit den ganzen Schlangenköpfen und aus irgendeinem Grund lag dann da Ginny. Und es hat sich herausgestellt, dass Tom Schniedel sie dazu angestiftet hat, die Wände mit Blut zu beschmieren, damit jeder denkt, ich wäre der echte Satanist, damit mein Ruf geschädigt wird, weil er irgendwie eifersüchtig war, dass mein Kinderporno Harry Potter Klein aber schon durchgerammelt Teil 1 damals sein Kinderporno Tom Schniedel im Schniedelparadies von Platz 1 der Kinderporno-Charts verdrängt hat. Und ich bin eifersüchtig auf dich, weil du mich damals von Platz 1 der Kinderporno-Charts verdrängt hast. Das habe ich eben gerade im Erzählermodus gesagt. Und völlig unzusammenhängt mit dem bisherigen Handlungsstrang kam dann noch so eine mörderfette Schlange an, die irgendwie kämpfen wollte, aber ich habe sie natürlich besiegt und dann ist Tom Schniedel explodiert und dann konnten wir alle fliegen. Und so hat es sich wirklich wahrhaft zugetragen. Stimmt gar nicht, da war keine Leiter am Loch. Ja gut, das habe ich dazu gedichtet. Also, ja. Ja, schön, dass du das jetzt alles erzählst, aber du weißt schon, dass du gegen ein paar Rules verstoßen hast. Ja, ich finde das jetzt nicht so geil. Ihr seid zwar meine Homies, aber wer die School Rule breakt, der wird gepunished. Und deshalb erhaltet ihr jetzt, was euch zusteht. Eine dritter Platz beim Hundeschönheitswettbewerb-Urkunde. Danke, ich habe noch nie was gewonnen. Das habt ihr euch wirklich verdient. So, dann komme ich mal mit viel Gebrumm um meinem gepimpten Resolute Desk herum und drück dir diese Urkunde in die Hand und du bist sicher schon gespannt, denn draußen kriegst du noch ein Geschenk, wer hat das gedenkt? Eine Tüte Gummibärchen, alles klärchen? Yay, yay, Gummibärchen, woo, yay, yay, ja, das war jetzt ein geschicktes Ablenkungsmanöver meinerseits. Und wir beide, Harry, müssen uns jetzt mal ernsthaft miteinander unterhalten. Ja. Guck dich mal bitte in meinem Büro um. Guck dir mal all die schönen Sachen an. Ja. Meinst du, die bezahlen sich von alleine? Als Rapper verdient man heutzutage nicht mehr so viel Geld. Ich weiß noch, wie sie den Rap erfunden haben. Das war 1632. Ich und Napoleon hatten damals eine Schulband. Und wir waren die obersten Checker, denn wir hatten Mikrofone und die anderen hatten noch nicht mal eine Glühbirne erfunden. Ja, also, ich will sie jetzt nicht beleidigen oder sowas, aber vielleicht sollten sie sich mal hinlegen und eine Pille nehmen. What? Weil ich habe jetzt irgendwie so das Gefühl, als wenn sie zusammenhangloses Zeug labern. Ich sag dir mal was, Junge. Nur weil ich gerade auf meinem eigenen Bart stehe und mich nicht weiter bewegen kann, heißt das noch lange nicht, dass ich ein alter Tattergreis bin. Das hat schon einen Zweck, warum ich das alles erzähle. Ich will dir nämlich was klar machen. Das Schulbudget ist knapp bemessen. Ja? Naja, mein Hip-Hop bringt nicht genug Geld ein. Ja und? Manchmal müssen die Schüler auch was für die Schule tun, verstehst du? Kinderpornos drehen zum Beispiel. Was? Heißt das, sie haben die ganze Zeit vom geheimen Pornokeller gewusst? Von meinem Schicksal? Ja. Ja, tut mir echt leid für dich.